herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Und heute geht es endlich mal wieder um ein Thema, wo einige von euch schon wieder zuckend zusammenzucken und die anderen sagen, hab ich schon zur Genüge. Wir reden heute ein wenig über das Thema Geld und wie man finanziell erfolgreich wird. Und zwar mit jemandem, der gleich nach diesem Podcast-Interview einen Flügel nach Hause geliefert bekommt. Und ich freue mich total, den Philipp Müller hier zu haben, der in unserer Szene schon sehr bekannt ist und durch diesen Podcast noch weitere Menschen erreicht. Hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Während seine Freunde im Alter von 16 Jahren viel Zeit mit dem Zocken der ersten Computerspiele verbrachten, beschäftigte Philipp sich bereits mit der Börse. Mit 33 Jahren verkaufte er all seine Unternehmen und wollte sein Leben als Privatier verbringen. So ein schönes Wort, ne? Privatier. Ich hatte sofort so eine Hängematte im Kopf. Animiert durch den lockeren Kommentar seiner Frau beim Frühstück, such dir ein Hobby, du wirst alt und fett. Auch schön. Gründete er die PJM, Investment Academy. In dieser gibt er seine über 25-jährige Erfahrung als Investor und vielfacher Unternehmer an seine Teilnehmer weiter. Innerhalb von nur 5 Jahren ist die Akademie Europas größter Anbieter geworden und hat die staatliche Anerkennung als Bildungsinstitut erhalten. Mein Gott, auch noch den Ritterschlag dazu. Philipp ist persönlicher Mentor von einigen der erfolgreichsten deutschen Speaker. Und jetzt pass mal auf, wer da dabei ist. Christian Bischoff war auch schon im Podcast bei uns, geiler Typ. Alex Christiani, der, ich nenne immer den modernen Geschichtenerzähler, Storytelling. Patrick Heitzmann habe ich gerade noch auf der Bühne gesehen, vor 15.000 Menschen. Markus Hoffmann habe ich letzte Woche getroffen in Kiel und einigen weiteren. Philipp hat eine Pilotenlizenz auch noch und liebt es, seine über dem Wattenmeer zu kreisen. Er kann erst abschalten und sammelt neue Inspirationen. Ich kann jetzt noch 4 Stunden weiterreden. Herzlich willkommen im Bewohnerfrei-Podcast. Hallo Tobi, vielen Dank für deine Einladung und ein herzliches Hallo auch an deine ganzen Hörer. Du bist ja gut vernetzt, ne? Wenn ich mir mal so die Namen da angucke oder durchlese. Zumindest kenne ich die alle, das ist schon mal gut. Ja, das ist, unsere Ausbildung spricht sich tatsächlich rum wie ein Lauffeuer. Ich bin selber manchmal noch total beeindruckt, was hier in den letzten paar Jahren passiert ist. Und ja. Bist du so ein Yogi Löw, also so ein Trainer, der andere Große trainiert? Ist das so ein Ding, was du machst? Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Das Schöne ist aber, dass ich da einfach gar keine Rücksicht drauf genommen oder auch gar keine Zielsetzung, sondern ich habe einfach von Anfang an gesagt, ich möchte Menschen helfen. Und durch meine alten Firmen habe ich natürlich auch viele, viele Kontakte gehabt. Dann hat man natürlich auch so ein paar von diesen Menschen, die viele kennen und die auch Menschen mitbringen. Aber tatsächlich ist es auch so, dass ich mich unglaublich jedes Mal freue, wenn der ich sage es jetzt mal wertfrei, der ganz normale Bürger zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte meine Finanzen endlich in den Griff nehmen. Das ist ja ein Riesenthema, ne, in Deutschland. Also ich finde es immer spannend auf den Seminaren, die wir auch selber geben beim Thema Finanzen. A, sind immer alle im Raum und da wird auch eifrig mitgeschrieben, weil wir haben da ja in der Schule nicht so, ich spreche mal aus meiner Erfahrung, nicht so das beste Mindset mitbekommen, ne, wie man so finanziell frei wird oder so. Also tatsächlich ist Schule ein unglaublich gutes Stichwort. Wir hatten im letzten Jahr auf einem Event, wir machen einmal im Jahr auf Mallorca ein kleineres, exklusives Event. Und dort hatten wir eine Dame dabei, das ist eine der bekanntesten Schulfilmproduzentinnen. Und die war von den Inhalten so begeistert, dass sie gesagt hat, Philipp, weißt du was, mach doch mal einen Bildungsfilm. Dann haben wir an einem Abend ein Budget gemacht. Ich sag, ich gebe da gerne Geld dazu. Ich finde das so wichtig, jungen Menschen. Wir haben ja Teilnehmer schon ab 14. Oh, okay. Und dann bin ich nach Hause gekommen mit meinem Team und habe einen meiner Kollegen herangesetzt und habe gesagt, ich möchte bitte, dass du alle Lehrpläne in Deutschland von allen Bundesländern einmal scannst nach Bildung, Geld, Finanzen, Unternehmertum, diese Richtung. Und halte dich fest, in 16 Bundesländern von der Grundschule bis zum Abitur findest du maximal 5 Stunden Unterrichtsthemen zum Thema Geld. Das ist Wahnsinn, was da in Deutschland los ist. Und lass mich raten, da wird es auch nicht darum gehen, Investor zu werden oder Arbeitsplätze zu schaffen, sondern wo kommt Geld her, wo wird es gepresst, oder? Tatsächlich ist das im Matheunterricht der 2. Klasse, die Münzen und Scheine kennenlernen und damit erste Rechenaufgaben machen. Das ist alles, was du je in der Schule zum Thema Geld lernst. Jemals. Und wir beide kommen ja auch so ein bisschen aus der Branche eben Training und wie man Menschen was beibringt, dieses Framing auf Geld. Ich erinnere mich daran, ich war auf der Gesamtschule in Wuppertal und wir hatten dort einen Lehrer, der hat dann
wo du sagtest, die Lehrfilme, da hat dann so eine Videokassette reingeschoben und da ging es dann immer um Gewerkschaft, Protest, Arbeitnehmervertretung, was ich alles super finde, aber es ging nie darum, bau dein Unternehmen auf, werd finanziell frei, übernimm Verantwortung für andere, mach dein Unternehmen so, dass du auch die Krankenkassenbeiträge deiner Mitarbeiter bezahlen kannst. Das gibt es nicht. Warum gibt es das nicht? Was glaubst du? Ich glaube tatsächlich, dass es ein historisches Thema ist in Deutschland. Man kann das sehr, sehr gut vergleichen, wenn wir in die USA gucken. Dort gibt es keine richtigen Sozialsysteme. Man kann ja heute fast sagen, ein Obama ist am Einführen der Krankenversicherung eigentlich gescheitert. Das war sein erster großer Sargnagel. Ja. Und dort sind die Menschen verpflichtet, irgendwie für die Altersvorsorge und für ihr Leben vorzusorgen. Wenn du mal ein Haus haben möchtest, wenn du mal irgendwie in Ruhe alt sein möchtest. Und in Deutschland haben wir halt einfach, man kann ja fast sagen seit Bismarck, also im Prinzip nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Einführung der sozialen Systeme, haben wir ein Gefühl von Hängematte geschaffen. Und wenn ich heute mit Menschen spreche, ich bin jetzt 41, ich bin gerade 42 geworden letzte Woche. Dann sind wir genau gleich alt. Yay. Die Menschen sind mit dem Gefühl groß geworden, für mich ist gesorgt. Also wenn ich alt werde, bekomme ich Rente. Wenn ich krank bin, bekomme ich Krankengeld. Wenn ich arbeitslos werde, bekomme ich Arbeitslosengeld. Und das Bewusstsein, dass man etwas selber dort tun muss, das ist bei vielen Menschen, also ich sag mal, ab 40 ist das fast nicht da. Die junge Generation, wo man über Demografie aufgeklärt wird und auch die Menschen feststellen, die Kassen sind pleite, da ist das Bewusstsein etwas anderes. Und die haben natürlich heute das Riesenproblem, dass du eigentlich faktisch fast nichts mehr für Geldanlagen tun kannst. Mhm. Wenn du dir so die klassischen Produkte unserer Jugend anguckst oder des jungen Erwachsenwerdens, mach eine Rentenversicherung, mach eine Lebensversicherung, mach einen Bausparvertrag, das kannst du heute nicht wirklich mehr abschließen. Also, das so deutlich sage. Ist natürlich Feuer und Wasser, weil viele junge Leute, die auch zu unseren Seminaren kommen, die haben ja von ihren Eltern schon mitbekommen, mach was Anständiges, ne, sei vorsichtig. Und das finde ich auch alles richtig, weil Eltern grundsätzlich intuitiv das Beste für ihre Kinder wollen. Gleichzeitig, wenn man sich in jungen Jahren selbstständig macht in einem Land wie Deutschland, ich sag mal, kann dir jetzt auch so viel nicht passieren. Du wirst deshalb nicht auf der Straße landen. Das sieht in den USA wieder anders aus. Machst du dort eine Selbstständigkeit, die foppt, hast du gar nichts. Und hier kriegst du zumindest mal so eine Mindestsicherung. Ne? Also, ja, aber jetzt lass uns mal auf das Ergebnis gucken. Das ist voll interessant. Wo werden viele Unternehmen gegründet? Wo kommen die großen, weltweit erfolgreichen Unternehmen her? Die kommen daher, wo die Menschen kein Netz haben. Ja, das stimmt. Das ist so diese alte Geschichte, der Kriegsherr, der gesagt hat, verbrennt unsere Schiffe, wir gewinnen oder wir sterben. Das ist hart ausgedrückt, aber ich bin heute der Meinung, dass ich beschäftige mich ja nun wirklich sehr, sehr lange schon damit, dass eine zu große soziale Hängematte dafür sorgt, dass der Mensch träge und faul wird. Ihn durchaus mal anders animieren könnte, in Bewegung zu kommen. Okay, jetzt ist natürlich meine allererste Frage, wie bist du denn damals in Bewegung gekommen? Also ich gehe mal davon aus, du warst auch auf irgendeiner Schule, genau wie ich, hattest Eltern, genau wie ich. Erste Frage, wie war deine Prägung? Also wie wurdest du von zu Hause geprägt und wann hast du dann im Kopf gesagt, so, ich werde mit Mitte 30 Privatier, woher kommt sowas? Also ich würde heute rückblickend sagen, es gibt 2, 3 ganz, ganz wichtige Wendepunkte, nenne ich das immer. Wendepunkte in meinem Leben, wo etwas passiert ist, was mein Leben maßgeblich in eine Richtung bewegt hat. Interessant ist auch bei diesen Wendepunkten, dass man die meistens nicht sofort erkennt. Mhm. Also erst im Rückblick wird dir diese Perlenkette bewusst, während du im Leben, wenn du es erlebst, gar nicht denkst, dass das eine besondere Bewandtnis hat. Das Erste, was ich nennen möchte, ist definitiv, von heute zurückgesehen, das ist das Wichtigste, was in meinem Leben passiert ist. Mein Nachbar ging vom Briefkasten zum Haus. Wir hatten eine ganz kleine Hecke und er hatte unterm Arm hatte er seine Post und oben auf der Post lag eine Börsenzeitung. Mhm. Und ich sah diese Börsenzeitung, ich war 16 Jahre alt und habe zu meinem Nachbarn rübergerufen. Ich sage, Rolf, was ist denn das für eine Zeitung? Sieht interessant aus. Ich habe vorne nur irgendwie so ein bisschen was über Graphen und über Aktien gesehen und so. Er sagte, das ist das und das Magazin. Und wenn du möchtest, gebe ich dir das rüber, wenn ich das ausgelesen habe. Mhm. Das war ein Börsenbrief, ein 16-Seiter, gibt es heute auch noch. Und ich habe diesen Börsenbrief gelesen und es war die Geburtsstunde, dass ich gesagt habe, das ist es, das wird mein Leben. Woher kam das Interesse dazu? Also ich glaube mal, viele Jungs laufen irgendwann am Kiosk oder am Nachbarn vorbei, sehen das Börsenblatt. Ich zum Beispiel auch, weil mein Papa Börsenmakler war. Woher kam das Grundinteresse? Naja, das Grundinteresse kam einmal daher, ich hatte eine ganz witzige Kombination in der Schule, ich hatte Mathe und Musik
Da sind wir wieder beim, sind wir wieder beim Flügel. Und die Graphen, ne? Oder zumindest die, die Noten, ja. Genau. Und Mathe hat man natürlich erstmal eine Neigung zu, zum Thema Zahlen. Und die zweite Sache war, und das ist der zweite wichtige Punkt in meinem Leben, das ist kein Wendepunkt, aber wir haben gerade drüber gesprochen, was sind wichtige Punkte, was sind wichtige Bedingungen, die du gehabt hast. Die zweite Sache war einfach, ich bin in einem Unternehmerhaushalt groß geworden. Meine Eltern waren jetzt nicht super erfolgreich oder super vermögend, aber ich habe tatsächlich als junger Mensch gemerkt, wenn du in dieser Welt etwas verändern möchtest, wenn du dich kreativ einbringen möchtest, wenn du in Freiheit leben möchtest, dann ist Angestellter nicht mein Weg. Und die Börse war dann deswegen so interessant, weil ich gesagt habe, hey, das ist total cool, ich habe noch kein Unternehmen, aber ich kann mich an den besten Unternehmen der Welt beteiligen, denn auch nur mit ganz, ganz kleinen Beträgen. Ja, und damals wahrscheinlich dann Konto angelegt, noch mit dem Namen von Papa, oder wie hat das angefangen? Volles Programm, es ging los mit dem Konto über die Eltern. Man muss sich vorstellen, das war, jetzt muss ich gerade rückwärts rechnen, 93. Da gab es so gut wie kein Internet, das ging gerade los, also für Privatpersonen. Es gab schon Internet, aber wir hatten noch diese Modems mit diesem Piep, 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 Piep. Ja, die kenne ich auch noch. ich habe dann tatsächlich bei der Sparkasse vor Ort ein Konto eröffnet und habe per Telefon die Orders aufgegeben, wenn ich was kaufen wollte. Und jetzt musst du dir vorstellen, das war eine Vermögensverwaltungsabteilung. Dann rief der kleine Philipp an und sagte, 16. Ich möchte gerne für 1000 Mark SAP-Aktien kaufen. Dann waren die schon total genervt. Und das Tolle war, du kriegst dann 3 Tage später per Post einen Brief. Und in dem Brief stand drin, ob du gekauft hast und so wie viel du gekauft hast. Das hat 3 Tage oder 2 Tage gedauert. Das war der Startschuss. Kannst du dich erinnern an den ersten Handel, wo du gesagt hast, ach, guck mal, jetzt habe ich gerade hier mein Geld vermehrt? Ich habe tatsächlich diesen Börsenclub genommen von meinem Nachbarn. Und das ist eher so ein Unternehmen, was darauf setzt, dass man Qualitätsaktien langfristig kauft. Wirklich, das ist so ein bisschen was auch für einen Privatanleger, der sagt, ich will mich gar nicht wirklich einmal die Stunde drum kümmern, eine Stunde pro Woche, sondern ich möchte irgendwie so langfristig, also Costolani kaufen, Schlaftablette nehmen, liegen lassen. Und das war natürlich eine Zeit, wo die Börsen sehr, sehr gut liefen. Das heißt, die ersten Deals waren natürlich gleich super. Hätte ich erstmal gleich einen auf die Nase bekommen, hätte ich wahrscheinlich sofort das Thema wieder gelassen. Aber das waren eben die Bedingungen damals. Ne? Diejenigen, die jetzt hier zuhören, wird natürlich, ich kann so ein bisschen in den Kopf der Hörer rein, die werden jetzt sagen, ja, aber Philipp, jetzt gerade höher werden die Kurse wahrscheinlich nicht steigen, große Rezession kommt, jetzt warten wir erstmal, dass es irgendwann crasht und dann kaufen wir vielleicht. Was würdest du jemandem sagen, der jetzt gerade ein bisschen was rumliegen hat zum Anlegen? Also da kommt mir sofort eine Sache in den Kopf, das ist, was du jetzt gerade beschreibst, Tobi, das ist das klassische Beispiel eines Privatanlegers, der noch keine Börsenausbildung hat, der denkt immer, ich kaufe günstig und verkaufe teuer. Und ich verrate dir, das ist eine Möglichkeit an der Börse, aber nicht unbedingt eine gute. Weil du bist immer davon, es ist wie schwarz und weiß. Machen wir uns nichts vor, wenn morgen wieder ein Flugzeug in einen Turm fliegen würde oder irgendwas Katastrophales auf der Welt passiert, dann wird der Börsenmarkt wahnsinnig abschmieren. Und wenn ich einfach nur Käufer bin, in der Hoffnung, dass die Kurse steigen, das kannst du vergessen. Das heißt, was würdest du so als ersten Hack empfehlen für jemanden, der anfängt, sich damit zu beschäftigen? Also du brauchst eine Ausbildung. Also natürlich freue ich mich, wenn viele von deinen Hörern zu mir kommen, aber es ist so, dass ich einfach die Botschaft rüberbringen möchte, beginne erstens Eigenverantwortung für dein Geld zu übernehmen und zweitens... Was heißt das denn genau? Dass du dich selber um deine Finanzen kümmerst, also zum Beispiel auch um deine Investments. Und schau dir einmal im Leben, wir hatten gerade gestern Abend die Jahressitzung unseres gemeinnützigen Vereines, da hatte ich mit einer Dame dazu ein sehr, sehr intensives Gespräch. Die steht finanziell sehr, sehr schlecht da und sie spricht auch sehr, sehr schlecht über Geld, Unternehmertum und Finanzen. Ich habe gesagt, jetzt hätte ich fast ihren Namen gesagt, das möchte ich nicht. Ich sage, Mensch, guck mal, du produzierst in deinem Leben heute mit 35, hast du genau das Ergebnis produziert, wie du mit mir in der letzten halben Stunde über dein Geld und deine Finanzen gesprochen hast. Und ich habe dir komplett etwas anderes geraten und mein Vermögen ist sehr, sehr groß geworden. Also ich möchte die Leute animieren, und das ist eigentlich auch unser Job, unsere Akademie, dass sie die Verantwortung für ihr Geld übernehmen, so ähnlich wie für die Gesundheit. Und das Verrückte in Deutschland ist, also sage ich mal im deutschsprachigen Raum, wenn jemand Übergewicht hat, dann sagt er, alles klar, ich esse zu viel, ich esse das Falsche, ich treibe keinen Sport, kennen wir alles. Aber er sagt, ich bin dafür verantwortlich. Wenn jemand finanziell Probleme hat, dann kommt,
Ich bin zu alt, ich bin zu jung, mein Chef, meine Kunden, ich habe das Richtige nicht gelernt, ich wohne in der falschen Region, ich habe nicht studiert, ich bin nicht intelligent genug. Du wirst das kennen, diese Sachen. Ich möchte den Menschen einfach das Gefühl geben, hey, du, es ist Zeit, das in die Hand zu nehmen. Und jetzt ganz wichtig, als erstes kommt der Prozess des Verstehens. Warum stehe ich heute da, wo ich bin? Also eine Analyse. Und der zweite Schritt, und das vergessen ganz viele Menschen, ist der Schritt des Verzeihens. Also zu akzeptieren, warum ich da stehe, weil, nehmen wir das Beispiel von vorhin, ich habe es in der Schule nicht besser gelernt. Meine Eltern konnten es nicht besser. Unsere Eltern, du hast es schon selber gesagt, wir geben, ich habe auch Kinder, du glaube ich auch, wir geben das Beste für unsere Kinder, aber eben nur das, was wir können. Und wenn jemand kein Unternehmertum kann, wenn jemand eben Finanzen noch nicht so gut kann, kann er ja nicht mehr an die Kinder weitergeben, als das, was er selber gelernt hat. Und deswegen nochmal, es kommt der Prozess der Analyse, des Verstehens, wer bin ich, wo stehe ich? Und im zweiten Schritt kommt das Verzeihen, weil die Menschen sich verurteilen. Ich habe letztlich jemanden interviewt hier im Bewohnerfrei-Podcast, ein ehemaliger großer Banker, der irgendwann ausgestiegen ist, weil er gesagt hat, ich kann halt nicht den ganzen Tag meine Kunden verarschen. Und worauf ich hinaus möchte ist, wir sind natürlich auf dieses Verantwortung abgeben auch trainiert worden. Ne? Also es fängt ja an mit dem damals bei mir noch Sparbuch, ne, bei der Bank, da gehst du hin, da ist dann der Beamte, der weiß alles, du weißt nichts. Dann sitzt irgendwann der Versicherungsmakler im Wohnzimmer, dunkler Anzug, schwarze Mappe, der weiß alles, du weißt nichts und verkauft dir dann, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber oft durch Angst, Rürup, Riester, Bauspar mit 18, 19, anstatt eben erstmal an die Angst zu gehen und an die Bildung der Finanzen zu gehen. Ne? Weil darauf sind wir jetzt auch geprägt. Ja, also das ist eine Sache, die ist total verrückt, dass die Menschen, wie gesagt, bei Gesundheit oder auch bei Beziehung, jemand, der sich mit Beziehung beschäftigt hat, was ist eine gute Beziehung? Na klar, da kommt diese romantische Kennenlernphase, die Hormone spielen verrückt. Und dann kommt die Arbeit. Wenn ich eine gute Beziehung führen will, weiß ich muss da Arbeit reinstecken. Mhm. Das ist wie mit der Gesundheit. Aber bei Geld ist das so, dass die Leute gar nicht diese Verbindung im Kopf haben. Ich kann das für mich produzieren. Ich muss etwas anders machen. Und dann tun sie genau das, was du beschrieben hast. Eltern schicken den Banker, den Versicherungsmakler, den Mehrfachagenten oder was auch immer, schicken den zu den Kindern. Und dann wird irgend so ein Produkt abgeschlossen und du denkst, ach super. Entspannt. Das macht das Thema los, ne? Denken ja. Das macht anders für mich. Brauche mich nicht drum kümmern. Und ich sage das jetzt lieb gemeint, bitte, dass, falls jemand hier Banker ist, wird bestimmt jemand zuhören. Wir haben 10-15% bei uns im Event, na sagen wir 10%, die kommen irgendwie aus der Finanzwelt oder waren in dieser Welt. Und die meisten sagen, nachdem sie das verstanden haben, was der Kunde für Produkte bei der Bankversicherung kaufen kann, sind sie ausgestiegen. Also zum Beispiel einer meiner wichtigsten Mitarbeiter im Team ist der Eigenkapitalhändler einer der größten Privatbanken Deutschlands gewesen. Ein zweiter, auch sehr wichtig in meinem Team, das sind meine beiden Köpfe sozusagen, ist einer der erfolgreichsten Vertriebler in der Versicherungswelt gewesen. Die waren beide auf meinem Event und haben innerhalb von einer Woche sehr, sehr gut bezahlte Jobs, also mit einem sechsstelligen Summe, haben die gekündigt und haben gesagt, ich möchte meinen Kunden, du hast es gerade gesagt, dann darf ich es wiederholen, ich möchte meinen Kunden nicht mehr verarschen. Ja, ich glaube, dass viele das nicht mal bewusst tun, weil die sind ja genauso geprägt worden. Ne? Das ist ja, also ich glaube, eins der besten Bücher, die junge Leute lesen können, für mich zumindest, ist ja Rich Dad, Poor Dad, ne? Wo es darum geht, so was erzählt dein von Kiyosaki, was erzählt dein reicher Vater und dein armer Vater? Und da gibt es diesen magischen Satz, ich habe es damals auf Englisch gelesen, übersetzt so viel wie, ist denn die Person, die dir Finanztipps gibt, reich? Also so richtig reich. Und das ist eine Frage, die ich mir dann gestellt habe, mal mit Ende 20, als ein Versicherungsmakler bei mir saß, dem ich diese Frage gestellt habe, bist du denn finanziell frei bei all den tollen Tipps, die du mir gibst? Und er hat auch noch netterweise im Nachgang gesagt, nö, bin ich nicht. Und dann, in dem Moment habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ne? Und jetzt möchte ich genau da einhaken. Diese Frage stelle ich in meinen Events. Und zwar in den Intensivausbildungsevents, das sind ja immer so 100 Leute im Monat, aber eben auch auf den großen Bühnen, wo teilweise jetzt 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Leute sitzen. Und ich stelle immer die Frage, ich erkläre das natürlich ein bisschen, die Historie, das Finanzsystem und so weiter. Und dann kommt die Frage, wer von euch hat einen reichen Berater? Hebt mal die Hand. Und ich kann statistisch heute sagen, auf mehrere 10.000 Leute gehen weniger als 1 Promille Hände hoch. Und jetzt mache ich die Brücke wieder zur Gesundheit.
wenn du mich jetzt ganz sehen würdest, du kennst mich ganz, dann weißt du, ich habe auch ein paar Kilo Übergewicht. Du siehst besser aus als ich. Aber würde ich so nicht sagen. das ist die Übertragung ist, du machst Fitnesstraining mit einem stark übergewichtigen Menschen. Das ist, der kann im Fitness nicht für dich ein Vorbild sein. Das kann ein wunderbarer Mensch sein mit fantastischen Stärken, Fähigkeiten, der super Typ. Aber wenn er stark übergewichtig ist, kann ich ihn für mich nicht als Fitnesscoach akzeptieren. Und genau das machen die Menschen. Sie geben ihr Geld bei Menschen ab, die es nicht bewiesen haben, dass sie es können. Und bitte lass mich auch dazu noch einen Satz sagen, weil es mir wichtig ist, dass die Leute eigentlich falsch verstehen. Du hast absolut recht. Wir haben eben über die Entwicklung eines Menschen in der Familie und in der Bildung gesprochen. Jetzt kommt der in die Bank. Und jetzt wird er wo ausgebildet? Von Bankern. In der Akademie, in der Berufsschule, das sind dann die Banker, die keine Lust mehr auf Bank hatten. Der wird also von einer Gesellschaft ausgebildet, von einem Unternehmen, was das Ziel hat, Geld zu verdienen. Eine Bank kauft sich für wenig Zinsen Geld vom Kunden ein, mittlerweile ja fast gar keine Zinsen, und dann machen die viel draus und geben dem Kunden nur ganz wenig ab. Ich finde es auch spannend, was gerade in der Gesellschaft passiert, dass wir immer mit so Halbwahrheiten auch konfrontiert werden. Jetzt gerade diese Woche kam Volksbank da und da erhebt Minuszins. Und die in der Bildzeitung und die gesamte Gesellschaft, wow, um Gottes Willen, der Minuszins. Wenn du mal ein bisschen nachliest, das stimmt ja überhaupt nicht, weil es ist nur für einen Prozentsatz von Kunden, die mehr als, keine Ahnung, 1 Million Kapitalanlage als Neukunde da anlegen. Und wir haben so diese Tendenz, das Thema Geld, das ist so behaftet mit Angst, mit das sind die Bösen oben und die Guten unten, ne? Das ist auch so ein Thema. Ja, also das habe ich auf der Bühne häufig gemerkt. Ich war am Anfang wesentlich härter und zwar im Sinne meiner Teilnehmer, weil ich gedacht habe, ich möchte, dass die schnell vorwärts kommen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, du musst die Leute erstmal abholen. Die fühlen sich auf die Füße getreten, die denken, sie sind dumm. Nein, also wir haben die wichtigsten Punkte ja besprochen. Und tatsächlich die Wahrnehmung in der Presse, da können wir mal direkt 2, 3 Sätze zu verlieren. Naja, wer bestimmt denn sozusagen das mediale Bild? Ich will nicht sagen heute, dass das Finanzunternehmen jeden redaktionellen Artikel kaufen. Aber wenn ich Millionen Anzeigen schalte und Milliarden-Business habe, natürlich habe ich, das wissen wir in der Politik auch, habe ich Menschen, die meine Lobby in die richtige Richtung bewegt. Nimm die Automobilindustrie, um jetzt auch mal nicht ein Finanzthema zu nehmen. Ja, ja. Mittlerweile wird viele Leute, die da sich gut auskennen, ich bin da mit 2 Vorständen zum Beispiel befreundet, die sagen, das Elektroauto ist kompletter Schwachsinn. Wir müssen ein Wasserstoffauto aktuell bauen oder wir müssen kleine Diesel fahren. Das ist ökologisch in der Gesamtbilanz, also von der Produktion bis zum Fahren, wäre das eine viel, viel bessere Variante für unsere Umwelt, also insgesamt. So, jetzt hat man sich auf die Elektroautos eingeschossen, dann stellt sich Frau Merkel mit dem Team hin, ohne sie zu bewerten. Es gibt jetzt eine Prämie. Und jetzt überlegen wir uns mal, 40 Millionen Menschen fahren Elektroautos. Nur in Deutschland. Dann fahren wir unsere Atomkraftwerke wieder hoch. Für die Akkus brauchen wir so viele Rohstoffe, dass wir heute wissen, es kann es nicht funktionieren. Ja, da ist der wie auf der Kegelbahn. Ich nehme mal dieses Beispiel, der Ball rollt jetzt schon. Ne? Also ja. Da ist jetzt schwer, dass er nicht hinten gegen die Kegel knallt. Ne? Ich würde sogar schon sagen, der erste Kegel liegt schon vorne, die Spitze. Und dann, dass dann jemand Verantwortung übernimmt, sich dazwischen wirft, verletzt werden zu können, wobei auch noch alles umfallen kann, das wollen halt die wenigsten. Ne? Ja, ja. Sag mal, dieses Thema Bewusstheit und Reichtum, also ich kann mich daran erinnern, dass ich als Flugbegleiter irgendwann mal diese magische Frage gestellt habe, sag mal, wieso verdiene ich denn hier im Monat so viel im Jahr so viel wie andere für einen Flug bezahlen? Und dann habe ich mir ja erstmal Gedanken darüber gemacht, kann es überhaupt sein, dass Leute First Class fliegen? Wie definierst du denn richtig reich sein, wenn du sagst, der reiche Finanzberater? Was bedeutet das für dich? Was ist finanzielle Freiheit? Also, wenn ich das mal so in dem Durchschnitt bemesse, würde ich sagen, wenn jemand 1 Million vielleicht als auf dem Investment hat, dann ist er für mich relativ frei. Weil frei bedeutet für mich eben nicht die finanzielle Freiheit. Frei bedeutet, was dahinter steht. Also mit welchen Dingen möchtest du Zeit verbringen? Was möchtest du beruflich machen? Wenn du Angestellter bist und du bist unglücklich, kannst du es dir erlauben zu kündigen und vielleicht ein Jahr lang einen neuen Job zu suchen? Wie viel Zeit kannst du in deine Kinder stecken, in deine Hobbys, in Reisen? Wie sieht's aus mit Ernährung? Wie sieht's aus mit Bildung? Bis zur Krankenversicherung, was auch immer es ist. Also ich finde, so ein Betrag von 1 Million, da bist du wirklich schon toll aufgestellt.
Wir sehen aber auch bei uns in der Ausbildung, wenn Menschen es schaffen, dass sie sich 1.000 Euro, 2.000 Euro im Monat zusätzlich über die Börse verdienen, und dafür sind nicht Millionen notwendig, das unterschätzen die meisten, dass schon ein Riesenschritt gemacht wurde. Okay. Und die, dieses Geldverdienen, erste Geldverdienen an der Börse, kannst du uns da mal ein bisschen reinholen? Also für die Leute, hier gibt es natürlich Cracks, auch die hier zuhören, die sagen, ja, kenne ich alles schon. Ich habe zum Beispiel mal ein Coaching bekommen von einem meiner Mentoren, Markus de Maria, der macht das in London. Der hat mir gezeigt, wie diese Kurse funktionieren, und hat mir dann, da durfte ich sein Depot mal spiegeln. Da bin ich erstmal hin rübergefallen, was der auf seinem Spaßdepot liegen hat. Da habe ich gesagt, okay, läuft bei dir, ich höre auf jeden Fall weiter zu. Kannst du uns da mal so rein, weil ich glaube, da liegt auch die Hürde so hoch. Die Leute denken, um Gottes Willen, ich brauche Computerprogramme, ich muss mich da perfekt auskennen. Also ich möchte erstmal mit unserer Gesamtheit an Teilnehmern antworten, weil das ist eigentlich total gut, dass die Leute verstehen, ich bin nicht zu klein, ich bin nicht zu doof oder ich kann keinen Computer bedienen, sondern wenn du unsere Gemeinschaft nimmst von ungefähr 3.500 bis 4.000 Leuten, die die Vollausbildung durchlaufen haben, dann haben wir altersmäßig 14 bis, halte ich fest, 86, eine Frau. Wir haben ziemlich genau 35-40% Frauen, 60% Männer. Und wir haben, und jetzt wird es interessant, sämtliche Einkommens-, Bildungs- und Gesellschaftsschichten. Ich sage den Leuten immer, du glaubst, weil es uns suggeriert wird, dass Börse kompliziert ist. Aber du hast eben noch keinen gehabt, der dich, so wie beim Autofahren lernen, einen Führerschein, der dich an die Hand nimmt und zu dir sagt, pass auf, du gehst jetzt von A nach B und ich zeige dir, wie es funktioniert. Du musst dir unsere Ausbildung wie folgt vorstellen. Wir haben drei große Bereiche. Das eine ist Systematisierung deiner Finanzen. Du musst dich nicht mehr ständig um dein Geld kümmern. Liquiditätsplanung, alles, was dazugehört. Wir bauen ein System auf, dass du das erstmal geregelt hast. Als zweites kommt das klassische Börsenthema. Da lernst du, und das ist deine Frage im Prinzip direkt, wie kann ich Einkommen an der Börse generieren? Wie kann ich das tun in verschiedenen Marktsituationen? Und ganz wichtig, wie kann ich mein Vermögen absichern? Wenn ich diese drei Sachen sage, dann sagt so ein Börsencrack, wenn der jetzt zuhört erstmal, ja, ist klar, das ist ja die eierlegende Wollmilchsau, das kann nicht angehen, das funktioniert nicht. Dann sage ich immer mittlerweile, hey, geh auf die Webseite, da sind 400-500 Referenzen, Fotoname, alter Wohnort, wir sind staatlich anerkannt. Ich zeige auch mein Depot, also nicht mein großes, aber Teile meines Depots, dass die Leute wissen. Also ja, das Spaßdepot für das Klavier. Ja, das sind, ich habe so ein Depot, was ich im Seminar manchmal zeige, da sind ein paar Millionen drauf, dass die Leute wirklich wissen, da vorne steht einer, der es kann. Ich habe auch das am Anfang gar nicht gemacht, aber ich weiß heute, es gibt Leute, die brauchen diesen Proof. Klar. Wenn du oft über Gesundheit redest, musst du auf der Bühne stehen und musst einen Körper haben. Wenn du über Geld redest, müssen die Leute wissen, du kannst es. Klar. So, die dritte Ebene, und das ist die interessanteste Ebene, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Welchen Einfluss hat deine Persönlichkeit auf deinen Kontostand? Und das ist etwas, also unsere Ausbildung ist eigentlich kein Börsenseminar. Unsere Ausbildung ist eigentlich ein Persönlichkeitstraining. Und unser Tool ist die Börse. Denn die Börse gibt wahnsinnig schnell Feedback und du lernst dich als Person unheimlich gut kennen. Also deine Motive, deine Warums, deine tiefen liegenden Emotionen und Charakterzüge. Ich gebe ein paar Beispiele. Ja, gerne. Gier, Disziplinlosigkeit, Neid, Missgunst, unstrukturiert sein. Diese ganzen Punkte wirst du an der Börse immer spüren, weil du wirst Geld verlieren. Und ich sage den Leuten immer, hey, nach dem Seminar, wir haben jetzt gerade am Wochenende das größte Event aller Zeiten gehabt, und da habe ich gesagt, tut mir bitte einen Gefallen. Beginnt mit der Persönlichkeitsentwicklung und nehmt die Börse dazu. Und dann wirst du sehen, dass du über die Börse ganz viel über deine Person lernst. Und das ist die Reise, auch wenn man die Referenzen liest, das ist Wahnsinn, auf was für eine Reise die Menschen dann gehen. Ich glaube, da kommt auch ganz schnell das Tiermodell raus, ne? Eule, Delfin, Wal, Hai. Ich glaube, das geht in der ersten halben Stunde schon. Ja, also tatsächlich ist es so, an dem Samstag, die ersten zwei Stunden, da rumst es im Raum dermaßen, da sitzen Leute, die weinen, da sitzen Leute, die jubeln, weil ich wirklich an Stellschrauben rangehe, wo es wirklich um deine persönlichen tiefsten Stellen im Leben geht. Und nur wenn wir da rankommen, wenn wir uns verstehen, wenn wir uns verzeihen, wenn wir uns dann bereit erklären zu entwickeln, dann ist eine Grundlage geschaffen. Es welche geht Fragen stellst du da? Kannst du mal ein paar reinholen, wo wir so denken, ah, okay, in die Richtung wird es gehen. Wir machen zum Beispiel eine Übung zu deinem Warum. Also was sind deine tiefliegendsten Motive? Beispiel aus meinem Leben. Ich wollte vermögend werden. Das findest du jetzt vielleicht erstmal komisch. Ich wollte vermögend werden, weil ich für meine Familie sorgen wollte.
Ich hatte irgendwie Angst, und da würde ich heute sogar sagen, ich hatte ein total kleines Selbstbewusstsein. Ich hatte Angst, dass ich nicht für meine Familie sorgen kann. Woher kam die Angst? Ich weiß es schon. Also meine Eltern hatten zwischendurch mal mit den Unternehmen total finanzielle Probleme. Und ich habe irgendwann mitbekommen damals. Ja, ich ganz intensiv mit 14, 15 schon. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, du setzt Kinder in die Welt. Und in Deutschland braucht keiner verhungern, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich habe gedacht, gute Schulbildung oder biologisch hochwertige Ernährung oder eine tolle Reise mit der Familie machen, Zeit zu haben für die Familie, diese Dinge, die schaffe ich vielleicht nicht. Und das ist meine größte Antriebsfeder. Das sage ich auch in jedem Gespräch, in jedem Interview, wenn mich jemand fragt. Ich sage, ich habe zwei Dinge, die mir ganz, ganz wichtig sind. Das ist meine Familie und meine Freiheit. Dazu machen wir eine Übung. Und wenn du das für dich findest, dann bist du auch weg von dieser oberflächlichen Motivation. Dieses laute Musik und Dampf und Qualm und dann gehen die raus und fliegen. Du kennst das alles. Das macht Spaß, in dieser Atmosphäre zu sein. Aber du, wenn du diese tiefliegenden Motive nicht findest, dann wird das nie dauerhaft sein, nie stetig. Okay. Wann hast du denn für dich herausgefunden, so, ich bin jetzt abgesichert? Oder ist es nie dieses Gefühl, ich bin jetzt reich? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt einen Tag, den weiß ich sogar ziemlich genau. Da war der Tag, wo ich auf mein Konto geguckt habe, weil du musst dir Folgendes vorstellen. Ich war dann 16, habe Abitur gemacht, ich habe angefangen, Jura zu studieren. Ich war scheinfrei vorm Examen und habe geschmissen, weil ich das Jurastudium gemerkt habe, in den Praktikas, die Leute streiten sich nur, das will ich beruflich nicht machen. Jeden Tag mit irgendeinem streiten, die lügen sich an, die Zeugen, die Anwälte, die... Dann bin ich als Quereinsteiger zum Bankhaus Delbrück und habe dann mit 22 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet. Und dann bist du so beschäftigt, du kennst das bestimmt auch, dass du überhaupt nicht guckst. Also auf einmal, wenn es läuft, verdienen die Leute viel Geld und irgendwann denkst du, oh, heieiei, ich bin ja schon ganz schön weit. Und ich kann mich an einen Tag erinnern, wo ich wirklich so einen Kassensturz gemacht habe. Das war so Richtung Ende 20, wo ich diesen Betrag auf dem Konto gesehen habe und gedacht habe, hi, das kannst du nie ausgeben. Und auch deine Kinder nicht. Also natürlich, wenn du ausflippst, aber faktisch ist das nicht mehr möglich. Und was hat das mit dir gemacht in dem Moment? Pass auf, jetzt kommt was Interessantes. Heute sage ich, das ist wieder so ein Wendepunkt gewesen. Das ist mein Geburtstag, mein zweiter. Und was total spannend ist, ich habe mir danach komplett andere Fragen gestellt. Denn die meisten Menschen sind so beschäftigt in ihrem Hamsterrad, dass sie sich die wichtigsten Fragen in ihrem Leben überhaupt nicht stellen. Weil sie dafür faktisch keine Zeit haben. Du bist Papa, du bist Angestellter oder Unternehmer, du bist Ehemann, du machst Sport, du machst Ernährung, und irgendwann stellst du fest, das ist so diese Midlife-Crisis mit 40 bis 50. Oh Gott, bin ich ja mittendrin. Ja. war das mein Leben? Bin ich eigentlich da? Was ist da passiert? Und womit? Also richtig großen Fragen. Ja, ja. Und ich sehe das heute bei Teilnehmern, wenn die schon mit Mitte 20 oder 30 in der Lage sind, zumindest finanziell sich so aufzustellen, dass sie einigermaßen frei sich entscheiden können, dann kommen ganz andere Fragen hoch. Ich bin manchmal überrascht, wenn ich höre, was ein 25-Jähriger mir für eine Frage stellt. Da denke ich, sag mal, meine Güte, du musst ja völlig unterbelichtet gewesen sein, als du 25 warst. Und was war die tiefgreifendste Frage, die du dir dann beantwortet hast? Also ich gehe jetzt einfach mal rein oder fühle, irgendwann kommt ja auch der Moment, okay, was gebe ich dieser Welt zurück? Das wird ja größer, ne? Das fängt ja bei der Familie an, dann kommt so, okay, was mache ich hier für meine Stadt? Dann gehen Leute in Rotary, Lions oder BNI, whatever. Und irgendwann kommt dieser Moment, okay, was ist überhaupt der Zweck meiner Existenz, um bei der John Strilecki-Frage zu bleiben? Ja, das ist tatsächlich, das Buch ist ein Traum, am Rande, das Café am Rande der Welt. Tatsächlich ist diese Frage genau die bei mir gewesen. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt, weil ich gesagt habe, ein hoher Wert bei mir ist die Familie, das ist der höchste Wert, habe ich immer gesagt, meine Kinder sind das, was bleibt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, es ist auch irgendwie ein Stück weit Evolution. Also wenn wir uns nicht fortpflanzen, dann wird die Welt zumindest menschenlos sein. Und dann habe ich gedacht, und jetzt kommt deine Frage, was bleibt? Und dann habe ich gesehen, wie viele Menschen in diesem Bereich komplett in diesem Hamsterrad gefangen sind. Und dann kam diese Frage meiner Frau. Das war so diese Zeit, sag mal. Du wirst dick. Was ist denn? Also ja, ich habe dann ja meine Firmen verkauft und habe dann zu Hause gesessen. Und dann kam diese Zeit, und das war ja schon viel später, nachdem ich finanziell schon weit war, da habe ich dann gemerkt, hey, ich habe dieses eine Talent gefunden. Ich kann Menschen den Weg zeigen, wie sie ihre Finanzen in den Griff bekommen. Und dann haben wir sogar einen Test gemacht. Wir haben
8 Freunde, Bekannte aus unserem Netzwerk eingeladen. Bewusst, jung, alt, Mann, Frau, angestellt, Unternehmer, finanziell schon ein bisschen weiter und finanziell am Anfang. Keinen aus der Finanzwelt im großen Sinne. Keine Banker, keine Versicherung, kein gar nichts. Und ich habe ein Jahr, die haben mich in mein Wohnzimmer eingeladen, da habe ich gerade gestern einen Post auf unsere Facebook oder vorgestern auf die Facebook-Seite gemacht. Ich habe die ins Wohnzimmer eingeladen, wir waren gerade eingezogen, das Ding ist komplett nicht möbliert, da hängen noch diese Baulampen an der Decke. Kenn ich. Die Fassung. Und da habe ich einen Tag Event gemacht und dann habe ich ein Jahr jeden Mittwoch, ohne dafür Geld zu kriegen, mit denen trainiert. Und nach einem Jahr haben wir Check gemacht, wo stehen die Leute heute? Und dann waren nennenswerte Entwicklung da. Mehr Einkommen, weniger Schulden, mehr Vermögen, Börsenerfolge, die ersten. Da habe ich gesagt, alles klar, das ist es. Ich möchte anfangen, Menschen dort in die Freiheit zu führen. Und dass das natürlich so funktioniert, von 8 Leuten auf, im Januar haben wir, ich glaube, 150 Tickets verkauft und haben zugemacht schon, weil es einfach, wir wollen die Qualität ja halten, wir wollen nicht einfach eine Halle voll machen. Und Es ist unglaublich, was da passiert ist. Gab es einen Teil von dir, ich gehe einmal in den Punkt zurück, wo du zu Hause saßt und deine Frau sagt, so, ja, du wirst jetzt satt und fett, weil ich finde diesen Satz einfach so geil. Gab es einen Teil von dir, nennen wir es mal Ego, der gesagt hat, ja, ist doch jetzt alles egal, ich gehe jetzt auf die Yacht, leg mich irgendwo hin und ich muss ja jetzt gar nichts mehr machen. Das ist ja auch eine wie soll ich es mal formulieren, das hätte ja, diese Straße hättest du ja auch gehen können. Ich gebe jetzt einfach aus und verprasse. Ja. Das ist eigentlich eine total schöne Frage, weil unglaublich viele Menschen denken, dass es erstrebenswert ist, Rentner zu werden. Mhm. Und heute wissen wir schon, dass es die Pensions- oder das Pensionssyndrom medizinisch gibt. Die Menschen sterben in wenigen Jahren. Ich rufe heute wirklich, und da nutze ich auch dein Interview heute, ganz aktiv den Menschen zu. Wenn du etwas tust, was du liebst, wirst du nicht in Rente gehen. Mhm. Das ist ein Konzept. Genau so, ja. Ein Konzept unserer Kultur, wenn du dich wirklich mit den Kulturen auf der Welt beschäftigst, da gab es schon bei den Indianern, den, okay, der war nicht 80, die sind nicht so alt geworden, aber da gab es schon den wirklich uralten Mann, der war Medizinmann. Das war der Weise im Dorf, das war der Ratgeber oder vielleicht auch der Chef im Dorf. Hm. Nur unser Kulturkreis hat das Konzept Arbeiten, Stichtag, Rente. Und ich glaube, dass es deswegen auch so beliebt ist, weil die meisten Menschen leider etwas tun, wo sie nicht wirklich glücklich im Job sind. Und dann warte ich auf die Rente. Und danach kommt dann nichts mehr. Und ich habe für mich persönlich gemerkt, ich war ziemlich genau 3 Jahre zu Hause. Wir haben zu der Zeit unser Nest gebaut. Also wir haben ein ganz, ganz tolles Haus in Hamburg gebaut. Unser erster Sohn war da, der zweite war unterwegs. Ich war total beschäftigt. Und dann kam nämlich genau so nach 2 Jahren ungefähr die Phase, wo meine Frau mitgenommen hat, oh, guck mal, jetzt hat er nicht mehr ein Projekt, das Haus war fertig. Das erste Kind war da, das zweite war da. Wir haben uns gesettelt, als Familie gefunden. Das kennst du auch, bis die Kinder mal so alles sortiert ist, die Rollenverteilung und so weiter. Und dann habe ich angefangen, okay, was machst du jetzt? Dann bin ich gereist, ein bisschen Golf gespielt, Freunde besucht. Auf Mallorca hatte ich erlebt. Die wahrscheinlich alle keine Zeit hatten, das ist ja dann auch so. Ne? Ich habe die Freunde sozusagen aus meinem Umkreis, man verkehrt ja häufig mit den Menschen, die auch finanziell ähnlich aufgestellt sind. Und da sind eben Leute bei, die leben auf Mallorca. Die sind dann meistens schon 10, 15 Jahre älter als ich. Aber wie leben die da? Ich sage es jetzt mal deutlich, oh, bitte nicht falsch verstehen. Zu viel Alkohol, zu wenig Bewegung, zu viel Essen und irgendwie vegetieren sie vor sich hin. Und das ist auch eine Erkenntnis, die ich gemacht habe in meinem eigenen Leben. Ich möchte niemals Rentner werden. Ich werde ein Leben lang etwas tun. Im Moment sage ich, vielleicht ein paar Mal im Jahr auf einer Bühne stehen, Menschen inspirieren. Vielleicht sage ich auch in 5 Jahren, ich habe ein neues, tolles Thema. Also diese Weiterentwicklung im Leben, die auch beim Vermögen, aber auch bei der Persönlichkeit natürlich ein Riesenthema ist, das möchte ich deinen Hörern wirklich zurufen. Bitte plane nicht deine Rente, sondern plane bitte deinen Job, deine Arbeit, deine Berufung so, dass du gar nicht mehr in Rente willst. Wenn wir die Brücke mal schlagen Richtung Glück, du hast es ja gerade gesagt, bei den einigen Bekannten auf Mallorca und ich höre auch raus, in der Zeit, als dein Haus vorbei, also als es ausgebaut war und die Familie war gesettelt, als du das gerade erzählt hast, das wirkte nicht glücklich, sondern erst ab dem Moment, wo du angefangen hast, etwas an andere zurückzugeben. Ja, das ist das Feedback, was wir... Paradoxon eigentlich, wir glauben das ja die ganze Zeit, wenn dann das da ist, sind wir glücklich, es scheint ja nicht so zu sein. Nee, das ist etwas, was uns jedes Wochenende bei den Events gespiegelt wird, dass die Leute spüren können, wenn ich von meiner Familie spreche und wenn ich von der Akademie spreche, dann bin ich ein komplett anderer Mensch.
als wenn ich über irgendwelche anderen Hobbys spreche oder sonstige Beschäftigung. Langweilig, das manchmal so reich zu sein. Ich frage das mal ganz provokativ. Wünschst du dir manchmal noch diesen Anfangsdrive, so ich gebe jetzt noch mal richtig Gas oder? Also natürlich, du musst gewisse Gene mitbringen. Ehrgeiz, Disziplin, Unternehmertum lernen, den Willen zur Entwicklung. Aber tatsächlich ist das ganze Geldspiel, wenn du nach reich fragst, das ist eine Art Monopoly. Es gibt keinen Anfang und es gibt kein Ende. Mhm. Und, die Frage kommt sehr häufig, gibt es genug Geld? Also für mich als Person, wenn ein Teilnehmer meldet sich und sagt, wenn du das so erzählst, also du hast doch lange genug, warum hörst du nicht auf? Und dann sage ich immer, es ist nicht die Frage, wie viel Geld du besitzt, es ist die Frage, was du damit tust. Mhm. Bei uns ist zum Beispiel ein ganz, ganz großes Thema soziale Verantwortung. Wir spenden sehr, sehr viel Geld. Also ich habe Monate, wo ich sechsstellige Summen spende für Projekte. Und ich finde, es ist, das Spiel läuft eigentlich immer weiter, wenn du einen Sinn gefunden hast, was du damit tust. Also das ist. Und eine zweite Sache, da haben wir schon gerade ganz kurz vorher mal drüber gesprochen, als wir die Tests gemacht haben, ist, dass man ein System für sich findet, damit man eben nicht abhebt. Also, dass du dich an deine Wurzeln... Du bist sehr gesettelt, sehr zurückhaltend. Ja, dass man sich an seine Wurzeln erinnert, dass man diese Menschen um sich hat, die immer so sind, wie sie waren. Und egal, ob du viel Geld hast oder wenig, ich habe Freunde, die sind 30, 35 Jahre an meiner Seite aus der Grundschule. Und dann habe ich einen kleinen Trick gemacht. Und zwar, das war das mit dem Flügel. Ich spiele seit Kindertagen Klavier. Und habe dann ein paar Jahre ausgesetzt und vor ein paar Jahren habe ich wieder angefangen. Und dann bin ich weiß nicht, darf ich die Marke nennen oder ist das, ja, darf ich? Okay, ich bin zu Steinway gegangen, das ist halt der Klavier- und Flügelbauer. Und die Dame hat dann so ein paar Fragen gestellt, was machen Sie und so. Und dann, ah ja, da habe ich schon mal was von gehört. Und dann hat sie mich gleich zu den Flügeln von Steinway gebracht. Hm. So ein Instrument geht ab ungefähr 100.000 Euro los. Und dann tickt mir meine Frau in die Seite und sagt, sag mal, das Spiel spielst du aber nicht gut genug für so ein Profi-Instrument. Deine Frau mag ich. Ich hoffe, dass wir uns mal mit den Frauen kennenlernen. Bisher kennen wir beide uns ja nur ganz gut. Ja. Aber es wäre wirklich schön, mal zu vier zusammen zu sitzen. Sie sagt, natürlich können wir das kaufen, aber ist das gerade richtig? Hm. Und das war für mich eine Sache, die ich seit ein paar Jahren recht gut umsetze, dass ich angefangen habe zu sagen, hey, auch wenn du dir jeden Tag einen Sportwagen, ich kann mir nicht jeden Tag einen Sportwagen kaufen, irgendwann wäre das Geld alle, aber auch wenn ich in einen Laden gehen kann, tatsächlich spontan und mir einen Porsche kaufen könnte, ich werde das nicht tun. Hm. Ich werde mir nicht einfach eine teure Uhr kaufen, ich werde mir nicht einfach einen Flügel für 150.000 Euro kaufen, sondern ich verdiene mir den und dann bin ich bereit, das Geld auszugeben. Also es ist auch so eine Eigenkontrolle, damit du nicht anfängst, verschwenderisch zu werden. Das heißt, du hast dir so ein eigenes Belohnungssystem aufgebaut, ja, für dich. Ja, das trifft es perfekt. Das trifft es perfekt. Ja, ich mache das mit Rita auch. Wenn was gut gelaufen ist, dann gehen wir zum Beispiel so in unser Lieblingsrestaurant essen und so, ne? Und sonst gibt es halt den Italiener gegenüber für 6 Euro. All das, worüber wir jetzt gerade sprechen, sind natürlich Luxusprobleme, ne? Das muss man natürlich sagen. Und gleichzeitig, wenn wir in die finanzielle Bildung gehen, gerade bei Jugendlichen fängt es ja an, das ist ein richtig spannendes Thema. Glaubst du, dass es eine Chance hat, breitenfähig zu werden, dieses Thema? Oder was, wir kommen jetzt nochmal zum Anfang des Gesprächs zurück. Was muss passieren hier in diesem Land, damit solche Themen, von denen du sprichst, wirklich in die Schule kommen, auf diese Kassette oder in dem Fall wahrscheinlich dann ein Download, vielleicht sogar von deiner Firma produziert, aber du brauchst auch den Lehrer, der es dann reinsteckt. Es ist ja nicht nur das Produzieren. Ja, also tatsächlich ist das Thema unserer, also meiner persönlichen Überlegung und der Akademie. Wie schaffen wir es, diese jungen Menschen zu erreichen? Ich habe vorhin ein bisschen was erzählt von diesem Bildungsfilm. Tatsächlich haben wir dieses Projekt, da mache ich jetzt eine ganz kurze Fassung, haben wir im Moment auf Pause gestellt. Mhm. Weil wir im Zuge der Entwicklung, irgendwann habe ich gesagt an diese Dame, die den produziert hat, ich sage, sag mal Martina, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass der in die Schule kommt? Weil ich habe ein Budget von 50.000 Euro freigegeben und habe gesagt, ich gebe 50.000, da bin ich voll Profi, ich gebe die 50.000 nur aus, wenn ich also nicht persönlichen Profit habe, aber wenn ich in dem Sozialprojekt einen Profit sehe. Klar. Und dann habe ich meinen Kollegen Robin gebeten und habe gesagt, Robin, kannst du mal bitte mal scannen, wir haben auch Rektoren ausgebildet. Da hat er unsere Kundendatenbank durchgeguckt und dann habe ich einen Rektor angerufen, der heißt Jan aus dem Bremer Raum, der leitet ein Gymnasium und den kannte ich auch noch vom Gesicht, weil er aus sehr frühen Tagen dabei war, da waren die Gruppen sehr klein, da kannte man noch viele. Und dann habe ich Jan angerufen, beziehungsweise Robin gebeten, einen Termin zu machen, habe mit Jan telefoniert und gesagt, Jan, pass auf, folgende Frage.
wir wollen Bildungsfilm produzieren. Mit der und der Frau, die kannte er sogar von den Filmen in der Schule. Ich sage, kannst du mir ein Feedback geben als Rektor, was passiert? Und da sagt der Philipp, jetzt musst du dir vorstellen, ich bin ein Fan von dir. Der setzt erfolgreich um, der verdient Geld an der Börse, der hat seine Schulden abgebaut, ist finanziell, hat sich toll entwickelt. Und da sagt er, ich bin ein Fan von dir. Stell dir vor, ich nehme die DVD und nehme die mit in unser nächstes Lehrerzimmer in die Konferenz. Mathe, Wirtschaft, Politik. So die Lehrer, wo das in Frage kommt im Unterricht. Pack die DVD auf den Tisch. Er sagt, das sind bei mir 12 Lehrer, die da in Frage kommen, weil die richtigen Fächer unterrichten. Die fühlen sich ja sofort getriggert. Ich packe die DVD auf den Tisch, 12 Exemplare und bitte die, diese DVD mir nach Hause nehmen, zu gucken und in den Unterricht zu integrieren. Weißt du, was er sagt? Zwei Lehrer werden die maximal gucken und niemand tut sie in den Unterricht. Dann habe ich die Dame mit der angerufen, wie die Vermarktung funktioniert. Da sagt sie, ja, die werden in die Mediendatenbanken gestellt. Jede große Gemeinde, Stadt, Kreis hat eine Mediendatenbank. Und der Lehrer muss wirklich dahin gehen. Es gibt jetzt gerade, geht es los, dass es Online-Downloads gibt. Uhu, 2019. Jetzt musst du dir noch Folgendes vorstellen. Ich habe dann an meine Lehrer früher gedacht. Und auch das ist wieder wertfrei, weil wir haben ja jetzt schon gesprochen, warum die Menschen so ticken. Du musst dir vorstellen, nimmt aus dem Fach, nimmt er die Geld-DVD, guckt da rauf und denkt, um Gottes Willen, und steckt sie wieder rein. Ja, da ist noch einiges zu tun. Ich war letztes Wochenende auf einem Event, da sollten in der Anfangsplanung 6.000 Kinder hinkommen, aus den Schulen kostenlos, um sich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, erfolgreich werden, weiterzubilden. Und da waren da war ich das kleinste Licht auf der Bühne. Da waren ganz, ganz große Kollegen dabei, die mit Sicherheit auch die Eltern kennen. Vom Iron Man über, ich will jetzt nicht die ganzen Namen sagen. Einige davon habe ich vorhin in deiner Anmoderation vorgelesen. Ich weiß schon, was passiert ist. Ja, bei mir saßen, aber wahrscheinlich hatten die dann Angst oder sind einfach nicht gekommen, saßen dann 32. Ja. Das hat mich schon sehr gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also tatsächlich habe ich am Samstagmorgen, war Markus Hofmann auf meinem Event, bevor er zu Gedankentanken geflogen ist. Und der war ja mit dir auf der Bühne. Ah, ja. Genau, ich will. Der hat mir sogar das Video gezeigt. Und ich habe gesagt, Markus, du brauchst das Video nicht anmachen, ich weiß, was jetzt passiert. Und als ich diese leere Halle gesehen habe, habe ich gedacht, das ist es. Wir müssen, und jetzt versuchen wir es gerade über zwei Bundesländer auf der Ebene der Kultusministerien. Ja, das muss von ganz oben kommen. Wir müssen ganz oben kommen. Und jetzt sage ich sogar noch etwas, was ich mittlerweile glaube, weil das ist ein Projekt, was seit anderthalb Jahren jetzt bei uns läuft. Wir müssen über Social Media, über YouTube-Channel, über diese Dinge, müssen wir kindgerecht Geldbildung machen. Und dann mit Ausdauer und ein bisschen Geld das irgendwann so integrieren, dass der Druck aus der Gesellschaft groß genug wird, dass das Schulsystem anfängt, sich zu verändern. Ja. Also das Tollste finde ich, was du gesagt hast, dass es bei dir alles mit Persönlichkeitsentwicklung einhergehen muss. Und ich habe jetzt am Wochenende gab es ja die blaue Zunge bei Gedankentanken an jemanden, der ein Bäcker aus Hamburg, der seit Jahrzehnten das Thema Beschneidung von Frauen angeht. Und er hat was Spannendes gesagt. Ich habe dann ganz, ganz viel im Internet über den Mann gelesen. Er sagt, ab einem Punkt wird das teuer. Etwas anzuprangern, zu sagen, ich mag das nicht, das soll sich ändern. Das glaube ich jeder mal. Aber zu dem Punkt, dann dahin zu fliegen, wirklich an den Kern zu gehen, das kostet richtig Geld. Und dafür musst du dann Leute finden, die Geld haben oder selber so viel verdienen, damit sich wirklich was ändert. Ne? Den Bäcker kenne ich persönlich. Und kennst du seinen ersten Werbespruch? Hat er den gezeigt? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, nee. Andere können auch schlechte Brötchen. Ja, da sind wir wieder mittendrin beim Thema. Du, bevor ich dich in die Endfragerunde hier mitnehme, mit die Leute, die jetzt sagen, oh, das ist ein cooler Typ, der Philipp, ich würde gern mehr mit dem machen. Was ist dein Lieblingseinfalltor, um mit dir in Kontakt zu treten, jetzt in den sozialen Medien? Also typischerweise informieren die Leute sich über unser Gästewebinar. Das mache ich auch persönlich, das möchte ich ganz deutlich betonen, weil ja mittlerweile ganz, ganz viele online laufen, Aufzeichnungen und so weiter. Ich mache alle so im Schnitt 10 Tage, 3 bis 4 im Monat, mache ich ein Live-Webinar. Und dort können die Leute einfach teilnehmen nochmal, wenn sie sagen, das war sympathisch, das hat mir gefallen. Dann können die nochmal so 60, 70 Minuten Inhalte lernen. Also es ist wirklich konkrete Inhalte, umsetzbare Regeln. Und natürlich bieten wir da unsere Ausbildung an.
Und die Besonderheit, da hast du mich ja so ein bisschen zu genötigt, aber das meine ich jetzt lieb. Die Besonderheit ist, dass die Leute, die über dich kommen und deinen Namen auch nennen, die bekommen dann ein besonderes Paket. Genau, für den erleuchteten Investor, höre ich gerade, unter der Nennung Tobias Beck Podcast bekommen die statt 6 Monate 12 Monate Support. Ne? Das sind 2 Stunden wöchentlich und ein Geschenk im Wert von 900 Euro. Ich denke, da haben wir richtig was Schönes für euch rausgehandelt. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes hier drunter. Lieber Philipp, du darfst dir jetzt noch eine Zahl aussuchen zwischen 1 und 77 und jetzt kommt irgendetwas. 7. Die 7. Wenn du 90 Jahre alt werden könntest, was würdest du während der letzten 60 Jahre lieber haben? Den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen? Den Geist. Mhm. Den Geist. Weil? Weil der Geist in unserem Leben fast alles beeinflusst und wir über den Geist auch tatsächlich viel unserer Gesundheit beeinflussen können. Und ich würde immer sagen, ich nehme den Geist. Okay, cool. Dann kommen wir jetzt noch zur schnellen Frage, schnelle Antwortrunde. In meiner letzten WhatsApp stand. Viel Erfolg. Ich liebe dich, meine Frau. Okay, cool. Nach diesem Interview werde ich sofort nach Hause fahren und meinen neuen Flügel in Empfang nehmen. Genau, den günstigen, ne? Geld ist? Freiheit. Persönlich wachse ich, indem ich? Jeden Tag lerne. Mhm. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe? Freiheit beginnt mit Lernen. Mhm. Der deutschsprachige Raum wird in den nächsten 10 Jahren? Sich massiv verändern müssen, damit wir genauso gut weiterleben können. Magst du da einmal kurz reingehen, 2 Minuten, weil ich das immer besonders spannend finde? Ja, also das hört sich dann so nach Schelte an. Also wenn man sieht, wir verstauben. Also wir haben ein Level erreicht, wo Menschen anfangen, träge zu werden. Uns geht es so gut? Vielen geht es sehr gut. Die Schere wird immer größer. Das Bildungssystem, wir verlieren komplett den Anschluss. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der in Bayern an der Schulentwicklung arbeitet als Professor Doktor. Von dem habe ich jetzt Studien gesehen über die weltweiten Schulsysteme. Und wenn ich das höre, was zum Beispiel in Skandinavien los ist, ich nenne jetzt mal ein paar Sachen. Es gibt keine Klassenverband mehr. Das fangen die jetzt gerade an umzusetzen, weil die sagen, ein 6-jähriges Kind, was in die Schule kommt, nehmen wir den Matheunterricht, ein Kind kann schon ein bisschen Mathe und Zahlen, ein Kind gar nicht. Was macht der Lehrer? Der nimmt ungefähr das Mittelklasseniveau, um Ruhe in der Klasse zu haben. Was ist die Konsequenz? Die schlechteren Kinder sind überfordert. Die guten Kinder werden um Entwicklung betrogen. Was haben die gemacht? Kinder gehen in Matheunterricht und die haben dann auch einen 7. und einen 8-Jährigen neben sich, weil sie gut Mathe können. Im nächsten Kurs in Deutsch sind sie der 8-Jährige und da sitzen schon 6-Jährige dabei. Zweite Sache, fand ich total interessant, nur bis mittags Schule, keine Hausaufgaben. Menschen brauchen Zeit für Persönlichkeitsentwicklung, Kinder insbesondere. Und zum Spielen. Ja, genau. So, und das ist ein Thema, wo wir... Die Unternehmerkultur können wir drüber reden. Über das Bildungssystem können wir reden. Über unsere Ansprüche an das Sozialsystem können wir reden. Wir brauchen, zum Beispiel Sozialsystem ist ein gutes Beispiel, wir brauchen ein besseres System und zwar nicht, indem wir sagen, was ich vorhin gesagt habe, wir schaffen alles ab und alle müssen jetzt fleißig sein. Nein, es gibt Menschen, die das brauchen. Die sind gesundheitlich oder aus irgendwelchen Gründen darauf angewiesen. Aber es gibt leider immer noch zu viele Menschen, wenn ich Millionen freie Arbeitsplätze sehe, die wollen auch gar nicht arbeiten. Und da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen in Bewegung kommen. Unsere Telekommunikation, unser Internetnetz, unser Telefonnetz. Also wir müssen jetzt einfach mal sagen, Leute, wir sind immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Aber wenn wir das halten möchten, dann ist Bewegung an allen Stellen notwendig. Danke dafür. Steigen wir mit etwas ganz Schönem aus, der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin. Das ist definitiv im September diesen Jahres gewesen. Das war die Arktis. Ich habe eine Expedition in die Arktis gemacht. Wow. Und ich möchte nur eine Szene schildern. Ich bin mit einem Boot ausgesetzt worden von meinem Guide an einer Stelle in der Arktis, wo wahrscheinlich in der Weltgeschichte eine Handvoll Menschen waren, jemals. Und ich habe eine Stunde in meinem Arktis-Parker mit gefütterten Gummistiefeln gesessen und habe überlegt, was in meinem Leben wichtig ist. Und da sitzt du ganz allein, da ist nichts. Mhm. Und ich bin von dem Stein hochgestiegen und habe gesagt, das Einzige, was in meinem Leben wichtig ist, ist meine Familie und meine Freiheit. Wow.
Einen schöneren Ausgang können wir nicht finden. Ich sage ganz, ganz herzlich Dankeschön an dich, lieber Philipp. Freue mich auf weitere Begegnungen mit dir, allen, die zugehört haben. Wenn ihr Kontakt zu Philipp haben möchtet, alles ist unten in den Shownotes. Ansonsten über Facebook oder Instagram. Und wenn dir die Folge gefallen hat, wie immer, sei so lieb, gib uns eine Bewertung bei iTunes oder wenn du das bei Deezer oder Spotify oder vielleicht bei der Lufthansa oder Eurowings im Bordprogramm hörst, dann mach einen Screenshot oder schreib uns bei Instagram, was dich hier besonders bewegt hat. Und ich wünsche dir, lieber Philipp, und allen, die zugehört haben, eine ganz tolle Woche. Ich würde mich auch gerne noch verabschieden von deinen Hörern. Vielen Dank, Tobi, dass du mich eingeladen hast. Das war ein total tolles Gespräch. Das ist auch das, was ich wahrnehme, wenn ich deine ganzen Aktivitäten verfolge. Es gibt eine ethisch-moralische Basis der Wertschätzung und des Respekts und der Achtung. Und das ist etwas, was wir in Deutschland auch wieder intensiver leben dürfen. In diesem Sinne, dir einen tollen Tag und einen ganz lieben Gruß an deine Hörer. Macht's gut. Alles Gute für euch. Danke dir, lieber Philipp.